Mit dem Classic Mini hat Nintendo einen Volltreffer für Retro-Freunde gelandet. Die Mini-Konsole ist mit 30 Klassikern der Kultkonsole NES ausgerüstet, die Mitte der 80er Jahre erschien. Dieses Video gibt euch einen alphabetischen Überblick über alle Spiele, die auf dem Gerät installiert sind. In Balloon Fight kontrolliert der Spieler eine Figur, die per Knopfdruck mit zwei Ballons über den Bildschirm schwebt. Ziel ist es, die Ballons der Gegner zu zerstören und sie anschließend vom Himmel zu holen. Ein zweiter Spielmodus ist ein Hindernisparcours. Ein Drache, der in 100 Levels seine Gegner mit Seifenblasen einfangen muss, um sie zu bezwingen, ist der Held in Bubble Bobble. Der Arcade-Klassiker von Taito erschien neben dem NES auf den meisten Heimcomputern und Konsolen und ist auch für seine besonders eingängige Musik bekannt. Weihwasser Kruzifix geweihte Peitsche. Als Vampirjäger stattet der Spieler Schloss Dracula einen Besuch ab und vernichtet zahlreiche Untote. Nicht nur die Action steht im Vordergrund, ihr sammelt Gegenstände und Erfahrungspunkte und entwickelt so euren Charakter weiter. Diese Rollenspielelemente wurden in Castlevania 2, Simon's Quest sogar noch ausgebaut, etwa mit einer relativ frei begehbaren Weltkarte. Das Spiel bietet dazu einen Tag-Nacht-Wechsel. Die Castlevania-Reihe wird übrigens auch heutzutage noch fortgesetzt. Der letzte Titel, Castlevania Lords of Shadow 2, erschien 2014. Den ersten Donkey Kong-Automaten gab es bereits 1981. 1988 feierte das berühmte Geschicklichkeitsspiel auf dem NES Debüt. In Gestalt von Mario, der damals noch als Jumpman bekannt war, müsst ihr in verschiedenen Level Leitern erklimmen und seine Freundin Pauline und nicht Prinzessin Peach befreien. Der Gorilla Donkey Kong bewirft euch mit verschiedenen Objekten, denen ihr ausweichen müsst. Neben Pac-Man dürfte Donkey Kong zu den bekanntesten Videospielen gehören. Den Spieß dreht Donkey Kong Jr. um. Diesmal kontrolliert ihr den Sohnemann des Affen aus dem Vorgänger. Der versucht, seinen von Mario eingekerkerten Papa zu befreien. Die lustigen Animationen des Affen und der Frustfaktor sind übrigens auch heute noch Weltklasse. Billy und Jimmy Lee heißen die Helden dieses Action-Sidecrawlers Double Dragon 2, die sich mit Karate-Moves zahlreicher Feinde erwehren. Zwar kann die NES-Version bei weitem nicht mit der Original 16-Bit-Variante mithalten, Spaß macht das Ganze besonders mit zwei Spielern aber trotzdem. Die Tetris-Variante mit Mario als pillenschleudernder Doktor gehört zu den absoluten Highlights auf dem NES Mini. Euer Ziel ist es, fiese Viren zu eliminieren, indem ihr die herunterfallenden Pillenblöcke farblich passend anordnet. Ein herrlich hektischer Spaß ist Dr. Mario. Excitebike ist ein Motocross-Rennspiel, bei dem ihr entweder alleine gegen die Zeit oder gegen KI-Gegner antritt. Der Launch-Titel für das NES bietet allerdings in dieser Version keine Möglichkeit, zur gleichen Zeit gemeinsam gegen einen Freund anzutreten. Schade. Alles hat einen Anfang, auch die Final Fantasy-Reihe mit ihren inzwischen dutzenden Titeln. Der erste Teil war ein gewaltiger Erfolg, der Publisher und Entwickler Square 1987 vor der Pleite rettete. Das rundenbasierte Kampfsystem, Grafik und Story setzte damals Maßstäbe. Für beinharte Final Fantasy Fans ist die Zeitreise auf dem NES Mini sowieso eine Pflichtveranstaltung. Galaga wirkte bereits 1985 altbacken, als es für das NES in Japan erschien, was aber nicht heißt, dass das steinalte Prinzip nicht auch heute noch Spaß macht. Mit einem Raumschiff am unteren Bildschirmrand schießt ihr zahlreiche Gegnerformationen ab und sammelt ordentlich Punkte. Galaga ist eins der bekanntesten klassischen Shoot'em-ups. Ritter Arthur liegt im Gras und verlustiert sich mit Prinzessin Prin Prin. Da taucht der Dämon Astaroth auf und verschleppt die Angebetete. Arthur kämpft sich in Ghosts and Goblins seitwärts scrollend durch Horden an Untoten und sammelt dabei Waffen und Schätze ein. Witzig, landet ein Untoter einen Schlag, steht Arthur erstmal im Boxershorts da. Abermals ins All geht es mit Gradius, nur diesmal als Sidescroller. Das Besondere am Gameplay, erlegte Feinde hinterlassen Energiekugeln, mit denen sich wiederum Spezialwaffen aktivieren lassen. Das motiviert, sich durch die endlosen Gegnerstaffeln zu ballern. Nana und Popo kennen nur ein Ziel, nach oben. Die beiden Eiskletterer erklimmen Plattformen, hauen Gegner wie zum Beispiel wild gewordene Pinguine oder Eisbären aus dem Weg und versuchen dabei nicht abzustürzen. Auch bei Ice Climber ist der Zwei-Spieler-Modus Trumpf. Pit ist so eine Art Engel und sucht drei versteckte Schätze, um die Welt vor dem Bösen zu retten.
Mit einem Bogen kämpft er sich durch die Plattformlabyrinthe, sammelt Items, wird nach und nach stärker und hat es auch mit amtlichen Bossgegnern zu tun. Kid Icarus hat nicht nur eine große Zahl an Fans, sondern wegen so manchen Designmängeln auch einen extrem hohen Frustfaktor. Ganz im Gegensatz zu Kirby's Adventure, bei dem man sich fast schon anstrengen muss, um ins digitale Gras zu beißen. Der putzige Fressball saugt seine Gegner ein, um andere dann mit ihnen zu beschießen oder sie zu verschlucken. Dann übernimmt er auch gleich deren Fähigkeiten. Ein feiner Spaß, der vor allem technisch so ziemlich alles aus der 8-Bit-Hardware des NES herausholte. Der erste Teil von The Legend of Zelda lieferte die bereits bekannte Mischung aus Action-Adventure und Rollenspiel in der Fantasy-Welt Hyrule, in die man sich auch heute noch viele Stunden lang verlieren kann. Glaubt ihr nicht? Probiert's aus! In Zelda 2 The Adventure of Link muss Protagonist Link abermals Prinzessin Zelda retten. Gegenüber dem Vorgänger ist die Grafik deutlich aufgemöbelt worden, die Rollenspielelemente treten stärker in den Vordergrund. Und der Schwierigkeitsgrad wurde ebenfalls kräftig angezogen. Nach Donkey Kong ist Mario Brothers der zweite Auftritt des berühmten Klempners als Heldenfigur. Gemeinsam mit seinem Bruder Luigi bzw. einem weiteren Spieler muss er in der Kanalisation New Yorks aufräumen. Das Ganze wird von Level zu Level natürlich schwieriger. Mega Man muss in diesem Plattformer zahlreiche Roboter des bösen Dr. Wily ausschalten. Der spaßige Action-Plattformer bietet auch einige Augenkrebspassagen wie diese hier, ist aber heute noch sehr beliebt. Mit Metroid nahm die altehrwürdige Reihe 1986 auf dem NES ihren Anfang. Das Besondere daran ist übrigens nicht nur das actionreiche Gameplay in der futuristischen Spielwelt, sondern auch die Tatsache, dass Seamus Aran eine der ersten weiblichen Hauptfiguren in Videospielen ist. Ryu Hayabusa ist Ninja und möchte seinen Vater rächen. Im Plattformer Ninja Gaiden klopft er sich in Double Dragon Manier mit typischen Ninja-Tricks durch zahlreiche Feinde. Auch an Wänden kann sich Ryu festhalten und so größere Höhen erklimmen. In Pac-Man steuert ihr einen kleinen gelben Ball und... Ach komm, das wisst ihr doch hoffentlich selbst, oder? Schön, dass der Klassiker in der Sammlung nicht fehlt. Punch-Out ist eine Box-Simulation, in der ihr mit dem ziemlich schwächlich wirkenden Boxer Little Mac deutlich größere Gegner bezwingen müsst. Das richtige Timing beim Ausweichen und Schlagen ist wie beim echten Boxen-Trumpf. Wer bei Star Tropics an The Legend of Zelda denkt, liegt gar nicht so falsch. Das Gameplay ist im Grunde das gleiche, das Setting aber grundverschieden. Held Mike sucht auf der geheimnisvollen C-Insel seinen Onkel, den Archäologen Dr. Steven Jones. Super C ist die Portierung des Arcade-Spiels Super Control auf das NES. Als Bill bzw. Bill und Lance im Zwei-Spieler-Modus schießt und kämpft ihr euch durch den Sidescroller, um eine Alien-Invasion zu verhindern. Mit Super Mario Bros. Ist natürlich auch das wohl bekannteste NES-Spiel auf der kleinen Konsole vertreten. Hier feiert auch das Mario-typische Sidescroller-Gameplay sein Debüt, welches bis zu den späteren 3D-Mario-Teilen beibehalten wird. Auch das typische Mario-Theme, das in späteren Teilen immer wiederkehren wird, kommt hier zum ersten Mal vor. Nintendo wollte nach dem riesigen Erfolg des ersten Super Mario Bros. So schnell wie möglich einen zweiten Teil auf den Markt werfen. Der offizielle Teil, der in Japan auf den Markt kam und hierzulande unter dem Zusatz The Lost Levels bekannt ist, wurde aber als zu schwierig für den westlichen Markt eingeschätzt. Das Ergebnis ist eine Reskin des Spiels Doki Doki Panic, welches sich inhaltlich und stilistisch stark vom ersten Super Mario Bros. Unterschied. Super Mario Bros. 3 wird als eins der besten Videospiele aller Zeiten bezeichnet. Durch den wachsenden Druck der Konkurrenten Sega und NEC musste Nintendo ein sowohl grafisch als auch spielerisch beeindruckendes Spiel auf den Markt bringen. Super Mario Bros. 3 wurde dabei in der Entwicklung so komplex, dass sowohl zusätzlicher Arbeitsspeicher als auch ein weiterer Prozessor auf dem Originalmodul verbaut werden mussten. In Tecmo Bowl, einer erstaunlich spaßigen, aber taktisch natürlich nicht sonderlich anspruchsvollen Football-Simulation, kommen Fans des amerikanischen Rasenschachs auf ihre Kosten. 12 Teams sind am Start. So, das waren alle Titel, die ihr auf dem Nintendo NES Classic Mini spielen könnt.
Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Viel Spaß wünschen wir euch beim Retro-Daddeln.